Ansonsten bin ich, ich sag mal, Triple S. Ich bin Stier, ich bin stur und ich komme immer zu spät. Das macht mich ein bisschen auch aus. Also so Vor- und Nachteil kann man so und so sehen. Ich bin Aldin, 22 Jahre alt. Meine Freunde und Familie nennen mich auch gern Dino. Und ich arbeite jetzt seit einem Jahr hauptberuflich als Model. Ich habe mit 16 halt schon angefangen, neben der Schule immer zu modeln. Meine Eltern meinten, aber mach erstmal dein Abi fertig, danach kannst du machen, was du willst. Genau, das habe ich auch gemacht und habe da auch einige Kampagnen jetzt machen können. Ganz verschiedene Sachen, von Fotokampagnen über Videokampagnen und über Laufsteg auch. Genau, deshalb würde ich sagen, ich bin da ganz gut mittlerweile abgehärtet und habe ganz gut Erfahrungen sammeln können. Die einen oder anderen kennen mich vielleicht noch von Switzerland's Next Topmodel. Da war ich der Drittplatzierte. Also da, ich bin sozusagen das erste deutsche May-Model, was bei einer Topmodel-Show unter die Top 3 geschafft hat. Und jetzt bin ich hier und jetzt gebe ich mich nicht zufrieden mit dem dritten Platz. Also bei mir hat es sehr viel mit Instagram zu tun, das Selbstbewusstsein. Und habe da angefangen, einfach aus Spaß Fotos zu machen. Und das kam auch echt gut an bei den Leuten. Und es war dann erstmal so ein positives Feedback, was ich wieder spüren durfte. Klar, es war von fremden Leuten irgendwie, aber es war trotzdem irgendwie eine Art Bestätigung, die einem in dem Moment eigentlich ganz gut getan hat. Aber es ist auch wichtig, das Selbstbewusstsein dann in die Realität umzusetzen, weil dein Instagram-Account wird morgen gelöscht und wer bist du dann? Also meine Hobbys, ich zeichne sehr gerne in meiner Freizeit, also ich bin ein sehr kreativer Mensch. Auch ab und zu, ich habe immer so ein Skizzenbuch dabei, einfach wenn ich sage, ich brauche gerade 5 Minuten, um runterzukommen, gehe ich mal kurz ins Eck, kritzel da ein bisschen vor mich rum. Also auch Musik begleitet mich auch sehr, sehr viel. Also ich singe auch sehr gern vor mich rum. Ich möchte einige Sachen mit meiner Teilnahme den Leuten da draußen zeigen. Kämpft für eure Ziele, auch wenn alle sagen, lasst es sein. Kämpft dafür, es wird sich lohnen. Selbst wenn ihr das Ziel vielleicht nicht erreicht, bringt es euch vielleicht auf einen komplett anderen Weg, den ihr sonst nie machen würdet. Ich werde Germany's Next Topmodel 2024, weil die Welt auf jemanden wie mich gewartet hat. Klar, Switzerland's Next Topmodel ist jetzt nicht auf dem Level wie Germany's Next Topmodel. Und hier will ich nochmal richtig durchstarten und nicht nur Dritter werden, sondern den Titel gewinnen.